Wir sind beim Kometenengel an. Viva hat gerade angerufen. Wenn ich ein Junge wär. Als wir reingegangen sind, durften wir über den roten Teppich, da wo einfach alle Stars reingehen, durften wir auch reingehen. Wir sind über den roten Teppich gegangen. Und ich habe mir gedacht, ach du Scheiße, das ist richtig cool. Also ich hätte das nicht gedacht. Das ist ja unglaublich, was hier für ein Hype ist. Ich kann es gar nicht glauben. Ich mag auch so einen Hype für mich haben. Also für uns, meine ich. Voll ein Wunderhype. Ich hab genug. Ich hab genug von meiner Glück. Ich will jetzt. Will meine Sachen zurück. Das war richtig krass. Ich hab immer gedacht, es wäre so. Das wäre alles so ein bisschen übertrieben dargestellt, wenn man so sieht, wenn die Stars dann so aus der Limousine aussteigen über den roten Teppich und überall die Kameramänner. Das war einfach, es war genau so. Wenn ich ein Junge wär, wenn ich ein Junge wär, wenn ich ein Junge wär, wenn ich ein Junge wär. Die alle Fotos von uns gemacht, alle. Wir haben wirklich nicht damit gerechnet, weil uns kennt einfach keine Sau. Und auf einmal diese ganze Fotografenlandschaft. Wir stellen uns hin, alle zusammen, hier, 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 hin, dahin, dahin. Guck hierher, guck dahin. Das. Ich weiß echt nicht, wohin du gucken sollst. Ich habe nur so ein Dauergrinsen, weil es einfach so krass war, wie wir das überhaupt nicht erwartet hätten. Und dann so, ja, wer seid ihr eigentlich? Erst nachdem 1000 Fotos geschossen wurden, ich so, achso, ihr wisst nicht mehr, was sind. Wir sind voll ein Wunder! Und wurden wir interviewt? Ihr steht ja jetzt kurz vor eurem Durchbruch. Bald kommt eure Single. Was ist denn das für ein Gefühl jetzt? Also das Gefühl ist unglaublich, weil wir haben gar nicht damit gerechnet, dass alle Fotos von uns machen wollen. Ich habe noch nie so viele Fotografen auf einmal gesehen. Und ich glaube, man sieht euch jetzt wahrscheinlich in näherer Zukunft auch öfter. Ja. Ich hoffe. Alles klar. Haben wir kurz gesagt, wer wir sind, und dann sind wir schon wieder weitergegangen. Und dieses Gefühl, da oben zu stehen. Wir haben uns einfach nur angeguckt, alle so, boah, war das toll. Das ist echt unbeschreiblich. Das ist fast so geil, hier auf der Bühne zu stehen, aber auch noch fast so geil. Und dann sind wir in die Artist Lounge gegangen. Da, das ist halt so ein Raum, da gibt's Essen und Trinken und da sind halt die Künstler und warten. Dann haben wir Jimmy Blue und seinen Bruder kennengelernt. Hi, Jimmy. Hi, Steffi. Hi, Jimmy. Wie geht's euch so? Ja, wunderbar. War das bei euch auch so toll, zum ersten Mal über einen roten Teppich laufen dann? Ja. Wir haben es gerade zum ersten Mal gemacht und wir dachten so, boah. Es war so ein Kreischen, wenn alle anfangen zu kreischen, fängt es erst leise an und dann wird es halt erst so krass laut. Wie lange kennt ihr euch schon? 2 Jahre. Also wir haben auch schon in der Schulband zusammengespielt, geht auch auf eine Schule. Also Kerstins Mama ist meine Kindergärtnerin gewesen. Also schon, kennen uns schon ziemlich lange. Ja, dann geht ihr noch zu Schule? Ich gehe nicht mehr. Ich gehe noch. Ich mache gerade Abschluss. Mittlere Reife. Und du? Ich habe ein Quali gemacht. Also Hauptschule. Achso, okay. Ich war nicht so schlau wie ihr. Was? Gehen. Also wir haben wirklich echt Ciao, bis später. Ja. Das ist ja quasi wie so ein Blind Date. Man hat irgendwie so ein paar Stichpunkte und so und trifft dann aufeinander und die Situation ist echt irgendwie komisch. Wir müssen uns ja irgendwie dann auch unterhalten, obwohl wir uns gerade nur so kennengelernt haben und normalerweise vielleicht gar nicht unterhalten würden. Das weiß man halt nicht. Und aber die Jungs sind echt nett. Als wir dann auf dem roten Teppich standen und die ganz vielen Kameras um uns rum waren, das war ganz großes Kino sozusagen. Wir haben uns ausgetauscht mit den Leuten halt, wie es bei denen war, auf dem Weg halt eben bekannt zu werden. Und die fanden es auch so voll süß. Dann so, ja, ihr seid noch da am Anfang und da waren wir auch mal.